Hi, hast du deinen Pullover zerrissen? Natürlich willst du es zunähen. Du nimmst einen Faden und eine Nadel und dann fängt es an. Tu Faden auf der Hand und reibe mit der Nadel an der Spitze des Fadens. Keine Ahnung, was für Magie das ist, aber oft funktioniert das. Vor allem, wenn du eine große Nadel hast. Der Umzug ist nicht einfach, vor allem wenn du viele solche Kartons tragen musst. Aber wenn du die Kartons pimpst, wird's viel leichter. Mach einfach drei Schnitte auf beiden Seiten des Kartons, biege den Karton und wir bekommen sehr bequeme Handgriffe. Du kannst auch einen Klebebandstreifen machen und in der Mitte ein Stück Pappe kleben. So haben wir praktische Griffe, mit denen wir zwei Kartons gleichzeitig tragen können. Manchmal passiert es, dass der Dosenring sich abreißt. Nimm ein Blatt Papier und falte es mehrmals, um sowas zu bekommen. Dann muss man schnell mit dem Papier auf diese Stelle reiben. Aus unbekannten Gründen öffnet sich die Dose und wir können unser Getränk genießen. Schreibe deine Meinung in die Kommentare, warum passiert das? Du hast etwas Geld verdient und weißt nicht, wo du es vor Räuber verstecken kannst. Du brauchst einen dicken Marker. Jetzt müssen wir den hinteren Deckel und den Röhrchen mit dem Farbstoff herausziehen. Die äußere Folie lässt die Farbe nicht durch, deswegen rollen wir das Geld darauf und schieben es zurück. Das ist alles. Die Räuber werden nie rausfinden, wo deine Ersparnisse liegen. Jetzt wirst du sehen, wie man auf eine originelle Art die Kartoffeln zubereiten kann. Du brauchst eine Tüte mit Verschluss, in die du die Kartoffeln legst. Es geht auch mit normale. Gießen etwas Öl hinein, Salz, Pfeffer und was Grünes, wenn es hast. Schließen die Tüte und schütteln es, um alles zu vermischen. Machen ein kleines Loch in die Tüte und legen es für 8 bis 10 Minuten in die Mikrowelle. Keine Angst, wenn die Tüte aufgeblasen wird. Dank dem Loch wird es nicht platzen. Nun, unsere Kartoffel ist fertig. Sein Geschmack ist etwas anders als im Wasser gekocht. Aber wenn du etwas auf die Schnelle vorbereiten musst, der Lifehack ist sehr nützlich.